Herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Ja, heute wieder, ja, wie gewohnt zum Ende der Woche zu einer weiteren Backtesting-Session. Hier mit unserem Haptic Trading System im DAX. Ja, wir sind jetzt hier, backtesten jetzt sozusagen die letzte Woche. Heute ist Freitag. Ich meine, bei euch ist jetzt hier schon fast, ja, 8:30. Bei mir ist es ja gerade mal 14.25 Uhr. Genau, das ist jetzt sozusagen die 40. Kalenderwoche, letzte Woche die 39. Kalenderwoche, und für alle, die neu an der Stelle sind, wir machen das seit Anfang des Jahres, sozusagen seit 1.1. jetzt seit 40 Kalenderwochen gibt es wirklich zu jeder Woche ein ehrliches, zu 100% transparentes YouTube-Video hier auf unserem Kanal zu diesem System. Wir hatten Höhen, also absolute Höhen. Ich meine, unsere, ja, Performance hier spricht für sich. Wir stehen jetzt ja aktuell bei einem Win von, ja, fast 500%. Hätte man Anfang des Jahres mit einem Startkonto, von einem Kontostand von 10.000 Euro angefangen, würde man jetzt aktuell bei fast 60.000 Euro stehen. Also mit 10.000 Euro sozusagen dieses Jahr. Das Jahr ist ja nicht mal vorbei, es sind ja noch 3 Monate. Daran gehen sozusagen fast 50.000 Euro Gewinn. Das machen manche nicht mal in 2 oder 3 Jahren. Also wirklich ultimativ stark, und wir wollen jetzt hier heute natürlich das Ganze fortsetzen, uns die letzte Woche wieder anschauen, Daten sammeln, schauen, was wäre einfach möglich gewesen, 100% ehrlich. Nicht nur die besten Trades zeigen, so wie das die meisten machen, sondern wir backtesten oder wollen halt wirklich eine richtige Statistik über dieses System haben. Wir wollen wirklich wissen, wenn man jeden einzelnen Scheiß-Trade mitnehmen würde, wie sieht unsere Trefferquote aus, wie sehen unsere Drawdowns aus, wie tradebar wäre dieses System, wie wäre die Wahrscheinlichkeit und so weiter. Diese ganzen Faktoren wollen wir uns halt wirklich ehrlich anschauen. So, wir machen das wieder so. Ich bin im Backtesting jetzt hier schon zum Montag vorgesprungen, 7.45 Uhr, also ganz kurz vor 8 Uhr vor Start unserer Tradingzeit. Backtesten die Woche durch, dann haue ich im Nachhinein wieder diese ganzen Trades hier in die Tabelle rein. Und dann schauen wir uns sozusagen im Nachhinein gemeinsam das Ergebnis an und werten das sozusagen aus. Bloß jetzt hier erstmal wieder Fokus aufs Trading, dass ich, oder beziehungsweise aufs Backtesting, dass ich jetzt hier nicht wieder umherspringe, Trade dokumentieren muss, dass ich dann wieder im Nachhinein extrem viel cutten muss, sondern ja, wir ballern das jetzt hier einfach einmal erstmal durch die ganze Woche. By the way, ich hoffe, dass man jetzt nicht zu laute Hintergrundgeräusche hört. Ich sitze hier wieder gemütlich draußen, beziehungsweise in diesem Vorraum hier zu meiner Terrasse. Das heißt, wenn hier mal irgendwie ein Hund oder irgendein Auto oder sonst was, ich glaube, das stört dann nicht. Ich habe ja eh immer ein bisschen Musik im Hintergrund, daher sollte das schon irgendwie gehen. Genau, deshalb starten wir jetzt halt hier mal rein. Fangen ja immer frühs an, scheißegal, also noch die Trades von letzter Woche noch mit drin. Ob es Anfang der Woche ist oder irgendwie ein neuer Tag mitten in der Woche, wir fangen ja frühs immer erstmal damit an, sozusagen hier unsere Liquiditätspunkte in den Markt zu hauen. Sozusagen jetzt hier einmal über uns die Liquiditätspunkte, beziehungsweise sind ja einfach fraktale Punkte, sozusagen ein Punkt, wo rechts und links das Hoch tiefer ist als das Hoch sozusagen mittig. Wir nutzen ja dafür als Hilfe einfach den Fractals-Indikator, und zum Anzeigen dieser Trading-Sessions nutzen wir halt das Daily Profile, weil ja gerade das High und das Low der Asia-Session immer extrem spannend für uns sind. Und das nehmen wir auch trotz dessen, dass es kein fraktaler Punkt ist wie hier. Hier ist die Kerze noch nicht abgeschlossen. Das heißt, die nächste Kerze müsste erst noch schließen und nicht unter diese Kerze drunter gehen. Erst dann wäre ja diese Kerze ein fraktaler Punkt. Aber da es, wie gesagt, jetzt das Low der Asia Session ist, nehmen wir das trotzdem. Und müssen auch, by the way, dann hier noch. Das machen wir natürlich immer grün. So, und dann habe ich auch hier letzte Woche das ganze Zeug noch drin gelassen, weil das hier diese Woche noch relevant ist. Die Liquiditätspunkte hier von letzter Woche haben wir noch nicht gesweept. Und genau, das heißt, sobald wir halt die eingezeichnet haben, gehen wir auf M5. Die meisten machen das dann halt so, dass sie sich jetzt hier oben, unten bei den Liquiditätspunkten sozusagen in Alarm setzen und halt warten, bis eine Seite gesweept wird. Bloß jetzt hier in dem Fall ist es ja gleich, obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, selbst, oder sieht schon sehr danach aus, dass wir jetzt gleich einfach hier nach unten sweepen. Also ihr seht schon, ich habe den DAX die Woche, oder trade den DAX momentan allgemein selber nicht mit meinem eigenen Trading-System, weil ich ein paar andere Trading-Systeme trade, weil ich hier, wo ich aktuell bin, eine extreme Zeitverschiebung habe und die ganze London-Session, also fast die Hälfte des Tages, die hier zu unserem Haptic-Trading-System gehört, nicht mitnehmen kann. Genau, also das heißt, ich habe hier selber keine Ahnung, was die Woche abging. Ich habe zwar ein bisschen was von euch geschickt bekommen, aber jetzt auch nicht so viel, sondern nur heute. Genau, das heißt, wir haben jetzt sogar tatsächlich oben den ersten Sweep bekommen. Wir wollen ja immer, brauchen immer den nochmal dann, wenn wir den so einen Punkt sweepen, immer nochmal dann auf dem 5 einen zweiten Sweep über so einen fraktalen Punkt. Erst dann ist sozusagen der Point of Interest für uns, jetzt sag mal, aktiviert, und wir würden sozusagen da auf ein Signal warten. Aber ja, in dem Fall hier haben wir das natürlich nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie. Ne, okay. Ja,
Wir haben dann. Ah, doch, aber wir haben ja. Doch, wir haben hier einen zweiten Sweep bekommen. Wir haben den ersten bekommen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir sweepen hier oben nochmal drüber oder wir bekommen den zweiten Sweep noch im Nachhinein, wie jetzt hier zum Beispiel. So, da haben wir nochmal über einen fraktalen Punkt drüber gesweept, wenn auch nur minimal. System ist System. Und dann hätten wir hier den Close und dann hätten wir hier, so wie es aussieht, den ersten Short gehabt, den wir aber nicht genommen hätten. Also er wäre natürlich vollkommen nach unserem System gewesen, Liquidität hier oben genommen, hat genau das gemacht, worauf wir immer warten, in die Gegenliquidität gebracht. Aber das CAV hätte halt absolut nicht gereicht, selbst wenn wir jetzt hier gesagt hätten, okay, wir nehmen den jetzt hier bis zu dem Punkt, weil wir sagen, okay, wenn das CAV nicht passt und wir in Strukturrichtung sind, beziehungsweise auch teilweise gegen Strukturrichtung, überspringen wir Liquiditätspunkte. Aber da selbst das nicht passt, wir wollen halt mindestens immer 1,3, 1,4, 1,5 sehen, positionieren wir uns entweder an der Hälfte der Ineffizienz oder bei 50% der Bewegung, die halt diesen Strukturbruch gemacht hat. Und der wäre halt in dem Fall, ja, dann hier oben hätten wir hier den Bruch bekommen, hätten uns hier mit einer Limit positioniert, wären wir nicht abgeholt worden. Daher wäre das halt leider, ja, kein Trade gewesen, auch wenn er hier, wie gesagt, das gemacht hat, was worauf wir immer gehen, auf diese Liquiditätssweeps, dass wir in eine Richtung Liquidität aufbauen und die Liquidität im Prinzip auf die andere Seite genommen wird oder gebracht wird. Wir können halt leider nicht immer dabei sein, wir können nicht jeden Move catchen, ist halt einfach nicht möglich, so ein System kann man nicht bauen, diesen heiligen Gral gibt es halt einfach nicht, wie ich das jede Woche immer wieder betone. Haben jetzt hier aber unten natürlich den Liquiditätspunkt gesweept, das heißt, wir warten jetzt hier wieder auf genau das gleiche, plus haben halt diesen zweiten Sweep noch nicht, bisher halt bloß den ersten. Haben jetzt den zweiten und jetzt würden wir hier natürlich, sobald wir einen Strukturbruch bekommen, in das Ganze reingehen. Ich glaube, jetzt haben wir den auch hier. Ja, das war auf jeden Fall safe hier. Ah, es ist mehr gegappt, nee, obwohl es ist schon einer. Halt, aber wir haben ja hier schon einen gehabt. Hier sehe ich gerade. Ja, hier haben wir ja schon über diesen fraktalen Punkt geschlossen. Das heißt, hier hätten wir auf jeden Fall den ersten Long der Woche gehabt, der möglich gewesen wäre. Wir wollen ja, wie gesagt, wirklich jeden Trade mitnehmen. Nicht wie die meisten Trader, die dann backtesten und sich halt immer nur diese Punkte raussuchen, wo das System funktioniert hat. Aber dann kann man die Backtesting-Daten auch gleich, ja, in irgendeine Tonne am Straßenrand werfen, wenn man da nicht wirklich jeden Trade mitnimmt, der möglich gewesen wäre. Und da sich auch darauf fokussiert. So, das heißt, er wird dann auf jeden Fall laufen. CAV passt, bis nächster Liquiditätspunkt wäre hier oben und dann hätte er uns hier unten rausgesweept, ja. Okay. Weiß nicht, hätte er uns dann aber sicherlich erst da, ja. Okay, das heißt, er holt sich auch noch den Liquiditätspunkt. Das heißt, wir warten dann ja einfach hier wieder auf den nächsten Sweep. Okay. Haben hier die ganze Zeit kein Signal bekommen, weil für ein Signal müssen wir unseren einen fraktalen Punkt brechen. Und jetzt in dem Fall haben wir hier den gebrochen. Den und wären dann hier long reingegangen und dann wieder hier bis hier hoch. Okay, sieht wieder danach aus, als ob wir jetzt hier wieder, ja, eine schöne Push-Phase, eine Trendphase jetzt hier nach unten macht und uns jetzt hier wieder ein Trade nach dem anderen raussweept. Aber ja, das ist halt einfach eine offensichtliche Schwachstelle unseres Systems und ein System ohne Schwachstellen. Kann man halt einfach nicht bauen. Wie gesagt, einen heiligen Gral wird man nicht finden. So, und das wäre hier dann sogar auch wieder das nächste Signal, weil hier haben wir jetzt wieder über dem nächsten fraktalen Punkt hier minimal geschlossen. Auch wenn nur minimal, aber es ist halt ein Signal. Und wir haben ja schon eine Notbremse, sage ich mal, hier drinne bei uns im System, dass wir halt immer, wenn wir 4 Lost Trades in eine Richtung bekommen, ja, eine Pause machen. Erstmal für den restlichen Tag, um halt nicht an diesen Tagen dabei zu sein, wo wir halt ja einen Trade nach dem anderen, sage ich mal, mehr oder weniger, ja, auf den Mund bekommen, um es nett auszudrücken. So, das heißt, er hätte uns jetzt hier wieder rausgesweept und hätten jetzt hier noch ein Signal, aber das sieht hier unten mit diesem Doppel-Bottom ja auch nicht wirklich besser aus. So, das heißt, wir werden jetzt hier wieder long rein, irgendwo bis da hoch. Ich gehe davon aus mit dem Doppel-Bottom, dass er uns jetzt hier nochmal rausweept und uns dann jetzt hier den vierten Loss gibt oder auch nicht. Gut, wir haben jetzt hier eh erstmal Asia-Session, das heißt, wir springen jetzt hier
Asset Session traden wir natürlich nicht mehr. Die meisten von uns schlafen da. Springen wir jetzt hier bis zum nächsten Tag und hat er uns jetzt hier auch über Nacht rausgestreamt. Und das heißt, wir beginnen jetzt hier wieder mit der Asset Session und zeichnen uns jetzt hier erstmal alle noch nicht gestreamten Liquiditätspunkte ein wieder. Jeden Morgen sozusagen genau das gleiche. Man muss natürlich auch über den Tag hinweg im Auge behalten, weil sich natürlich da auch Liquiditätspunkte bilden können. Wie gesagt, für alle Anfänger, denen das jetzt hier vielleicht an der Stelle ein bisschen zu schnell geht, die neu hier sind, am besten die ersten Backtesting-Videos anschauen oder das Video, was wir vor 2 oder 3 Wochen hochgeladen haben, speziell zu unserem Trading-System einfach raussuchen. Das findet ihr auf unserem Kanal. Da haben wir das System wirklich für Anfänger nochmal von Grund auf erklärt, beziehungsweise ist schon das zweite Video dazu. So, Liquiditätspunkte eingezeichnet, der jetzt, wie gesagt, wurde hier über Nacht ausgestoppt auch. Also schon mal nicht so gut, also sehr, sehr scheiße in die Woche gestartet mit 4% Loss, aber ja, wie gesagt, gibt es genauso eine Phase, eine Marktphase, die halt, oder in denen unser System nicht so gut performt. Genau darum sage ich auch immer, man sollte dringend, also beziehungsweise sich nicht nur auf ein einziges System verlassen, sondern sollte sich, oder ist es wirklich eine Pflicht für jeden Trader zu wissen oder eine Alternative zu haben, weitere Systeme zu haben, zu wissen, wie man sich andere Systeme baut, die vielleicht dann genau in der Markt, in den Marktphasen gut performen, wie zum Beispiel, ja, da, wo das System jetzt zum Beispiel seine Schwachstellen hat. Jetzt das Breakout-System von uns zum Beispiel funktioniert halt sehr, sehr gut in Phasen, wo genau unser Liquiditätssystem eher nicht so gut funktioniert. Also in Phasen, wo wir viel pushen, wo wir viel durch Dinge durchbrechen und einfach nur rushen. So. Darum ist es halt immer ein ganz geiler Ausgleich. Aber jetzt hier haben wir oben als erstes schon mal wieder den Liquiditätspunkt gesweept, haben jetzt hier auch den zweiten Sweep. Und da wir ja vor allem auch Short sind, wäre es natürlich jetzt hier geil, wenn wir hier in den Short reinkommen, anstatt jetzt hier die ganze Zeit in Longs. Ja, das war jetzt hier noch keiner, das war ja eher nur drunter gegappt von der Kerze, das sehe ich nicht als Break, aber das ist jetzt hier auf jeden Fall ein deutlicher Break. Aber er hat da wieder so ein Double Top hier gebildet, hat das nicht gefischt, also er sieht mir das auch wieder ganz danach aus, ob wir jetzt hier eher gefischt werden oder wenn, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. So, das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen slow. Würde ich den nehmen, beziehungsweise können wir ja mal schauen auf H1, wie die Liquiditätspunkte aussehen. Weil das ist jetzt hier nur ein Liquiditätspunkt. Aber ich glaube, hier sitzt bei 3,77% ist es jetzt nicht nötig, dass wir jetzt hier irgendwie einen Liquiditätspunkt überspringen. Auch wenn ich es vielleicht machen würde, weil wir halt wirklich in dem Sinne schon short sind. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen, ob der uns hier nochmal sweept oder auch nicht. Ah. Ne, okay, wäre sehr, sehr, sehr clean gekommen hier an der Stelle. Also 3,7%, das heißt, diese 4%, die wir losgemacht hätten, hätten wir dann hier am Dienstag alle, die jetzt da den Kopf in den Sand gesteckt hätten und gesagt hätten, ja, ich mache vielleicht erstmal Trading-Pause oder sonst was und sich dann nicht ans System halten, hätten dann hier kassiert. So, hätten dann das Schmuckstück, sage ich mal, verpasst. So, bloß jetzt sehe ich es schon, dass jetzt wieder genau das gleiche passiert wie hier, dass wir jetzt hier sehr wahrscheinlich weiter trenden werden und wieder ein Trade nach dem anderen hier auf die Mütze bekommen. Oder vielleicht doch nicht, wie gesagt. Wir hätten jetzt hier ein Signal, da müssen erstmal kurz die jetzt hier nach links rücken, weil die haben wir hier gesweept, die sind ja hier gar nicht mehr relevant. Genau wie das haben wir hier gesweept, das ist dann ja hier rechts auch gar nicht mehr relevant, weil die Liquidität haben wir ja dann so gesehen aufgesaugt. Das heißt, wir würden jetzt hier an den Punkt Long reingehen natürlich. Wären, by the way, genauso 4% wie jetzt hier. Das wäre natürlich extrem geil. Ja, kommt's. Ja, okay. Das sah, hat er kurz angetriggert und dann gesagt, nö, nicht mit mir. Okay. Heißt, es sweept hier weiter, sweept weiter, aber bricht hier keinen dieser fraktalen Punkte. Das heißt, kein Signal. Aber er soll auch ruhig sweepen. Er soll uns dann jetzt hier kein Signal geben. Aber das lässt er sich ja natürlich nicht zweimal sagen. Das mache ich, by the way, auch am Markt mit mir, also so, dass ich so, mich so, keine Ahnung, es hilft halt extrem, wenn man auch mal so eine Phase wie jetzt hat, wo es vielleicht, ja, nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt,
dass ich halt auch so, ja, das Ganze halt einfach nicht zu ernst nehme, sondern halt mich da auch so ein bisschen lustig drüber mache, weil ich weiß ja, ich habe eine riesige Statistik, ich habe ganz viele Daten gebacktestet, ich weiß, das System funktioniert, ich weiß, solche Phasen sind vollkommen normal und warum soll man dann solche Phasen zu ernst nehmen und dann da schlechte Laune haben und diesen jenes sich davon beeinflussen lassen, so, ich weiß doch, ich komme sehr sicher mit dem System deutlich wieder ins Plus, ich werde weiter Gewinn machen und dann kann man ja einfach darüber auch mal so ein paar Witze machen und wie gesagt, das Ganze ein bisschen mit Humor nehmen. So. Ist so eine Sache, die mir da immer extrem hilft. So. Schau mal, also er baut jetzt hier wieder sehr viel Liquidität auf. Und ja, jetzt holt er sich die auch wieder hier unten allein mit den drei Lows dann hier. Ja, es spielt uns dann eher nicht so in die Karten. Schauen wir, ob er uns jetzt hier ein Signal gibt, aber hier war kein fraktaler Punkt. Der nächste wäre erst hier oben, wenn er jetzt hier drüber schließt, aber ne. Er geht weiter runter und jetzt hier 21.30 Uhr ist Ende unserer Trading-Zeit. Heißt, okay, das heißt, wir springen dann jetzt hier zum nächsten Tag. Wenn das Internet mitmacht, 7 Uhr, genau. So, das heißt, wir fangen jetzt hier wieder genau mit dem gleichen an wie jeden Tag. Wir zeichnen uns hier erstmal unten oder oben, ist ja egal, die Liquiditätspunkte ein. Also High und Low der Asa Session, vor allem, weil das am spannendsten mit für uns ist, vor allem früh. Und dann nach oben hin hier so noch ein, zwei Liquiditätspunkte. Da muss man ja wirklich nicht alle Fraktalenpunkte hier reinballern, weil sonst hat man ja den ganzen Chart voller Linien. So. Und dann könnte man sich jetzt wieder oben, unten Alarm setzen. Ist halt extrem geil bei dem System, ist auch nebenher zu traden, weil man viel mit Alarmen arbeiten kann. So, und hat jetzt hier auf jeden Fall ein Signal, aber wir haben hier keinen fraktalen Punkt. Also sieht ja wirklich wunderschön aus, aber der nächste fraktale Punkt wäre halt erst hier oben. Okay, jetzt haben wir hier einen gebildet. Das heißt, wenn wir jetzt hier drüber schließen. Okay, haben noch einen gebildet. Das heißt, wenn wir da drüber schließen, jetzt hier über dem fraktalen Punkt sozusagen. Okay, sweepen nochmal nach unten, ballern jetzt komplett nach oben. Okay, aber wir haben noch nicht hier drüber geschlossen. Jetzt aber. Und dann wäre das hier auf jeden Fall hier an der Stelle ein Signal. So. Und dann, da wir short sind, würde ich den halt ungern, selbst wenn wir ihn ein bisschen hochnehmen würden, auch wenn ich es ungern machen würde, weil wir halt wie gesagt so short sind, die ganze Zeit hier weiter nach unten sweepen und das natürlich noch so weitergehen kann. Ja, selbst bis dahin würde das CAV halt absolut nicht passen. Das heißt, wir würden uns dann halt hier, entweder hier unten bei der Ineffizienz, das ist mir ein bisschen zu weit weg, oder bei der Hälfte, das ist jetzt hier so in etwa da, hier auch unter diesem Liquiditätspunkt positionieren. Das wären 2,5% und jetzt hier bis hierhin, ja, 1,95%. Wir müssen auch, by the way, nochmal hier das hier rüberziehen. Ja, okay. Leider ohne uns. Also wieder genau das gemacht, was wir traden wollen, bloß wieder ohne uns, nimmt der Hund uns hier wieder nicht mit. Liquidität aufgebaut, unten geholt und jetzt in den Gegenliquiditätsbereich nach oben gebracht. So, hier ist, by the way, auch immer nicht der Strich herkommt. Zack. Ja, okay. Ne, dann können wir den rausnehmen. Das ist ja nämlich so, okay, wir können ihn vielleicht mal drinnen, naja, wir lassen ihn draußen. Dann verwirrt er uns noch nicht, dass ich den dann noch eintrage und dachte, wir sind da irgendwie reingekommen. Genau, das heißt, wir suchen jetzt ganz einfach hier nach wieder Shorts, die uns jetzt sowieso erstmal lieber sind als die Longs, weil wir halt wie gesagt short gestimmt sind und hätten jetzt hier auch zwei Sweeps, den ersten und minimal, also wenn man das jetzt hier genau anguckt, hier wirklich mit dem nochmal drüber gesweept und hätten dann, hab ich das aus Versehen verrückt? Ja, by the way, er wollte mich nur aufmerksam machen, dass das natürlich jetzt hier wieder rübergezogen werden muss, dass ich den Chart hier sauber halte. Dass wir jetzt hier den nächsten Short haben. So. Den nehmen wir jetzt hier natürlich aber sowas von bis ins Tief. Ja, das wären fast 10%. Das wäre ein krasser Trade. Also ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Aber merke, ich wollte gerade sagen, bleiben wir mal positiv. Sweep sozusagen weiter. Will uns nicht gönnen. Das heißt, wir warten dann einfach auf den nächsten Liquiditätspunkt. Ja, ne, das war ja noch nichts, das war mehr hier drunter gegappt.
Ja, komm, und jetzt gibt der uns ja wieder ein Signal mit aber einem viel schlechteren CRV als jetzt hier drüben. Also wir jetzt nicht wissen, was das CRV ist. Hier wahrscheinlich nur 2 oder irgendwas bis darunter. Na gut, 2 ist ein bisschen übertrieben, es können schon 3 sein. Ja. Fast. Ich muss jetzt noch ganz ins Dings ins Hochlegen, dass wir auch genau sind. Ja, knapp 3, okay. Also bloß damit, auch jetzt für die Leute, die ja vielleicht noch nicht ganz so weit sind, natürlich jetzt hier wieder, weil wir short gestimmt sind, natürlich wollen wir da nicht nur bis zu irgendeiner Ineffizienz nehmen, sondern wir nehmen das natürlich bis ganz nach unten in die Gegenliquidität. Da unten liegt da jetzt sozusagen hier wieder Liquidität, hat sich jetzt über den Tag hinweg ein neuer Liquiditätspunkt gebildet. Darum sage ich auch immer, über den Tag hinweg muss man die natürlich auch im Auge behalten. Und das sieht jetzt hier, glaube ich, gut aus. Sieht doch nach dem Trade aus, den ich hier oder vielleicht doch nicht, von einigen geschickt bekommen hatte. Ich hatte viele Losses geschickt bekommen, aber ich kann die natürlich nicht immer alle zuordnen. Nochmal kurz schauen, dass ich jetzt hier auch keine Liquiditätspunkte gebildet haben. Also es haben sich welche gebildet. Hier auch ein Short-Liquiditätspunkt, aber ist für uns nicht spannend, weil wir halt schon den Short offen haben. So, und jetzt haben wir hier eher erstmal wieder Asia-Session. Die wir jetzt hier erstmal überspringen. So. Dann sind wir jetzt sozusagen hier am Donnerstag. Ah, jetzt habe ich ja wieder viel zu weit gespult. Sind wir jetzt hier am Donnerstag, genau, 7 Uhr, also gestern. Wir müssen jetzt hier den Liquiditätspunkt reinhauen. Ich hoffe, by the way, dieser Hund, der ja die ganze Zeit im Hintergrund bellt, dass man den nicht zu laut hört. Weil hier in der Domrep, wo ich gerade aktuell viel unterwegs bin, ist wirklich, man hat an jeder Ecke Hunde. Also jeder hat hier gefühlt einen Hund. Und die kläffen natürlich sehr, sehr oft. Vor allem, weil ja auch viele Streuner, sage ich mal, rumlaufen, die dann da an den Zäunen bei den Einwohnern vorbeigehen. Und dann nehmen die Hunde sich da teilweise komplett auseinander. Also das ist schwer, hier was zu finden, wo man keine Hunde hat. Und die meisten Unterkünfte haben auch gar keine richtigen Fenster, sondern halt bloß so Moskitonetze, weil halt Fenster, ja, brauchen wir ja im Prinzip ja nicht. Immer spannende Sache. Also wer sich da ein bisschen für meinen Lifestyle, sage ich mal, in der Richtung so interessiert, gerne mal auf meinem privaten Profil vorbeischauen. Einfach bei Instagram suchen, Crazy der Trader ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten mal einfach bei unserem Haptic Trading Profil schauen. Unserem Haptic Trading Instagram schauen. Bei den Leuten, denen wir folgen, da ist natürlich mein privater Account abonniert. Genau, so, das heißt, wir fangen jetzt hier am Donnerstag wieder an. Wenn das Internet mitspielen würde. Das ist jetzt hier oben gerade rot. Okay. Jetzt habe ich hier geklickt, jetzt macht er ja einfach weiter. Okay, das ist egal. Aber wir haben eh kein Signal. Wir fischen jetzt hier nach unten, haben jetzt sozusagen den Punkt gesweept. Haben den Punkt gesweept, uns also gesweept, einfach die Liquidität geholt. Und würden jetzt im Prinzip ja auf einen Break warten, wenn wir jetzt überhaupt den bekommen. Ja, hätten wir sogar noch weiter unten einen fraktalen Punkt gehabt. Den hier. Wir haben ja immer noch Bedenken, den hier offen. Der läuft ja noch. Das heißt, also Shorts würden wir auf jeden Fall nicht machen, aber Longs sind ja im Prinzip erlaubt, also weil wir ja, Hedge-Positionen eingehen, aber halt keine Trades in die gleiche Richtung. So, ihr würdet schon auf jeden Fall jetzt bis ins Hoch nehmen. Ja, okay, aber da schießt wie eine Rakete, triggert an und dann sagt er, nee, nicht mit uns. Der hat ihm wahrscheinlich die Liquidität hier überall schon gereicht. Kann man halt manchmal nicht ändern. Wie gesagt, das System ist auch nicht der heilige Gral oder sonst was. So, wenn jetzt hier das Internet mitmacht, hallo. Ich habe jetzt hier wieder 100 Mal weitergedrückt, aber okay. Wir haben hier noch kein Signal. Jetzt haben wir hier aber das nächste, so wie es aussieht. Aber es gefällt mir natürlich jetzt hier wieder sehr gut, dass wir jetzt hier wieder kurz unten vor dem Liquiditätspunkt drehen und hier noch mehr Liquidität aufbauen. Aber ja, wir haben, es ist halt unser System. Wir haben es auch schon oft erlebt, dass wir vor solchen Liquiditätspunkten dann drehen. Und das Ganze nach oben abladen. Ja, das wäre jetzt zu schön gewesen, dass er das jetzt hier auf Kommando gemacht hätte. Ja, okay. Also er holt sich wahrscheinlich jetzt unten noch. Oder baut er? Ja, komm, er baut nochmal. Er dreht. Hat sich die Liquidität wieder nicht geholt. Und dreht jetzt hier nochmal kurz vor. Und gibt uns natürlich wieder ein Signal.
So, dann nehmen wir den jetzt hier natürlich wieder bis ins High. Schauen wir mal. Jetzt hängt das hier gerade wieder. Ah, jetzt sind wir erstmal hier wieder der Asia-Session. Das heißt, ist jetzt hier nach 21.30 Uhr und wir springen jetzt hier erstmal bis zum Freitag. 5, 6, Freitag 7 Uhr. Okay. Zeichnen uns jetzt hier wieder wie jeden Tag sozusagen die Liquiditätspunkte ein. Einmal hier sozusagen und einmal hier. Die hier oben sind noch aktiv, die haben wir noch nicht gesweept, die können wir uns natürlich nach hier drüben ziehen. Der hier auch, und die haben wir auch noch rein, bloß die sind jetzt erstmal nicht relevant, weil wenn wir jetzt hier runter sweepen, dann würden wir sowieso versuchen, long reinzukommen. Also wir können ihn gerne trotzdem jetzt hier einfach noch einzeichnen, dass wir ihn drin haben. Man weiß ja nie. Gehen auf M5. Schauen mal, okay, sweep nach oben. Okay, das ging schnell, er hat uns jetzt hier den Take Profit tatsächlich gegeben. Ich dachte, okay, so viel Liquidität wie jetzt hier, dass er uns jetzt hier auch nochmal raussweept. Aber okay, hat er gegeben. Das heißt, wir würden jetzt hier wieder nach Shorts schauen, die natürlich mir eh viel besser gefallen als jetzt hier Longs. Das heißt, er wird uns jetzt hier auch einen geben. Er hat jetzt hier das erste Mal gesweept, jetzt hier direkt das zweite Mal. Dann müssen wir auch, by the way, natürlich hier ja, diese Liquiditätspunkte wieder rüberziehen. So, einmal das hier. Und einmal natürlich den hier. So. Und der hier. Wir den jetzt hier short nehmen. Ja, dann wird jetzt hier rein theoretisch sogar bis. Ja, ich würde sogar bis ganz ins Tief gehen. Safe. Also weil wir jetzt so short sind und jetzt hier schön Liquidität geholt haben. Holt er uns hier wieder raus und hat uns sogar hier direkt das nächste Signal gegeben. Ja, das Signal ist natürlich jetzt hier nicht so stark, wird mir wieder bis da runter nehmen. Ja, okay, war klar. Zweiter Loss hier heute. Noch kein Signal, er hat nicht drunter geschlossen unter dem fraktalen Punkt hier. Okay, jetzt aber. Hat hier oben auch keinen Double Top gebildet. Das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Also steigert auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding wirklich short zieht. So. Schau mal. Ui, okay. Ja, den Trade habe ich heute von euch geschickt bekommen. Auf jeden Fall. Ist ja wieder klar, heute waren News, aber dahingehend backtesten wir immer mit den News. So, ziehen wir den mal rüber. Backtesten ja immer mit den News. Die News beachten wir halt nicht, weil wir halt dahingehend ja am Anfang des Jahres viele Tests gemacht haben. Auch live, zwecks Slippage und sonst was, ob die News unser Ergebnis steigern oder halt verschlechtern, weil wir halt gemerkt haben, okay, mit diesem System, weil wir halt Liquidität handeln, sind wir halt so, wirklich so oft auf der Seite der News, dass wirklich das Ergebnis mit den News deutlich besser ist. Dann ist natürlich keine Pflicht, jeder handelt das System sowieso auf seine eigene Verantwortung, jeder kann es machen, wie er will. Wenn er sagt, okay, News handeln ist da nichts für mich, dann verstehe ich das absolut, klar, auf jeden Fall. Ich empfehle dann auch vielen, wenn man News handelt, vor News das Risk rauszunehmen und sonst was, ist auf jeden Fall eine gewisse Gefahr dabei, weil man halt mit seinem System das Ganze gebacktestet hat, vor allem auch auf Demo und sonst was. Mit Slippage muss man halt immer schauen, bei was für Broker man da ist, was für Prop-Firma man da ist, dass das Ganze dann da auf jeden Fall aufgeht. Aber genau, das heißt, da haben wir jetzt hier nochmal 4,5% eingeloggt. Haben jetzt 3 Liquiditätspunkte mit einmal gesweept, was natürlich ein extrem gutes Zeichen ist. Das sind immer extrem geile Szenarien, wenn man halt wirklich diese Punkte mit einmal sweept. Vor allem mit einer News-Bewegung, die oft wieder gut gemacht wird, wo viel Liquidität drüber liegt.
Und wir haben dann da so gesehen ja auch schon den zweiten Sweep, weil wir haben ja hier den ersten Sweep, dann jetzt hier den zweiten Sweep von dem Punkt und haben sogar mit dem zweiten Sweep noch zwei Liquiditätspunkte gesweept. Das heißt, würden wir jetzt hier einen Break bekommen, hätten wir auf jeden Fall ein Signal, aber das sieht mir eher danach aus, als ob hier das hier vorne stimmt. Und auch vor allem, dass er jetzt nach diesen Sweeps so nach oben rusht, ist ein klares Zeichen, dass diese Liquidität hier gerade aufgesaugt wird. Weil komischerweise dippen wir genau unter diesen Liquiditätspunkt, gehen nach oben. Weiß nicht, wer weiß, vielleicht wurden da eventuell Positionen aufgebaut. Genau das, was wir immer traden. Gehen unter die zwei Liquiditätspunkte und komischerweise gehen wir jetzt wieder nach oben. So, genau das Szenario, was wir mal sehen wollen. Natürlich gibt er uns jetzt hier ein Signal mit so einem, ja, absolut beschissenen CRV. Ja, okay, 0,64. Das heißt, wird uns dann hier an der Ineffizienz positionieren. Also es ist ja auch, ja, sieht man ja auf jeden Fall die Hälfte roundabout auch. Das stimmt ja auch oft überein, wenn man die 50% von der Bewegung nimmt, dass man dann, dass das oft mit dieser Ineffizienz übereinstimmt. Okay, er holt uns sogar noch ab. Ja, und jetzt rusht er weiter runter oder was? Nee, okay. Er kriegt nochmal einen Push. Also er hat wahrscheinlich erstmal ja nochmal angetriggert, dass nochmal alle Short reingehen, die jetzt denken hier jetzt, ja, Strukturbruch, Momentum, Shift, whatever, alle schon auf den Arm genommen, gehen ja mit Short rein, wollen rein, Trigger-Level bricht, was weiß ich, und jetzt muss er aber auch auf Ansage hier den Take-Profit holen, ja. Okay, auf jeden Fall sehr stabil, das ist jetzt wie spät? 17.15 Uhr. 17.15 Uhr, okay. Das heißt, der schießt jetzt hier absolut wie eine Rakete. Ja, dann ist jetzt hier 18 Uhr, 19 Uhr. Ja. Das heißt, dann hier zum Freitag würde ich dann da natürlich keinen Trade mehr aufmachen. Okay, das heißt hier nochmal alle Trades. Das heißt, das sind einige Trades die Woche. Ich baller die jetzt alle kurz bei uns in die Tabelle hier rein. 40. Kalenderwoche. Und dann schauen wir uns gleich das Wochenergebnis an. So, ich habe jetzt hier alle Trades dokumentiert. Wir müssen, by the way, mal noch zählen, wie viele Trades wir jetzt hier insgesamt haben. Wenn wir jetzt hier bis ganz runter gehen, genau, also jetzt hier, das ist jetzt hier bis 510, also jetzt hier around 15, 16 Trades. Ja, war einiges die Woche, letzte Woche auch schon. Aber trotz dessen, seht ihr es jetzt hier unten, positiv abgeschlossen die Woche mit über 1%. Mein ja, Roundabout, ja, Break-Even würde ich es jetzt schon nicht mehr nennen. Letzte Woche kann man eher so Break-Even sagen, aber wir halten uns das ja immer jede Woche vor Augen, dass auch Kleinvieh Mist macht. So, wisst ihr, wir sind nicht die, die jetzt hier nach jede Woche 20-30% streben, sondern wir wissen halt, dass es auch einfach mal Phasen bei jedem System gibt, weil es keinen heiligen Gral gibt, wo es halt einfach mal nicht so läuft, wo es Break-Even läuft, wo man kleinere Pluswochen hat. Und auch das wissen wir halt einfach zu schätzen, weil die meisten verlieren sich in solchen Wochen, springen wieder zum nächsten System, brauchen wieder ewig, bis sie das System können, stellen auch wieder fest, dass auch das System nicht der heilige Gral ist, dass es auch da Verlustwochen gibt, vielleicht sogar viel größere Verlustwochen gibt als beim alten System. Und hätten sie einfach ihr altes System weitergemacht, wären sie vielleicht schon längst, keine Ahnung, 600k Founded gewesen und hätten schon über die ganzen Wochen, die sie das andere System gelernt haben oder sich da drin verloren haben, schon wieder 20% Gewinn gemacht haben, auch wenn sie vielleicht jede Woche nur 1, 2, 3, 4, 5, 6% machen. Ich meine, unser durchschnittlicher Wochengewinn ja, liegt immer um die 5%, mal deutlich drüber, mal deutlich weniger, wie jetzt die Wochen jetzt hier roundabout Break-Even. Letzte Woche hatten wir mal ja 4%, dann hier auch wieder eine Break-Even-Woche, aber die Woche davor 15%. So, dann davor war auch wieder 4%, 6%, 8%. So, wir hatten dann auch wieder Phasen. Solche Phasen werden dann auch einfach wieder kommen. So, ist normalste der Welt. Und wie gesagt, dieses, ich weiß gar nicht, ob man das sagt, aber ich glaube, man sagt das so, Kleinvieh macht auch Misser, immer sich da reinversetzt, dass halt viele von uns schon mit einem 100 bzw. 200k-Konto traden, sind halt 1,32% trotzdem weit über 1000 Euro Gewinn. Klar, mit Profit-Split nach Steuern, je nachdem, wo man lebt, sage ich auch jedes Mal, muss man natürlich beachten, ist das ein bisschen weniger, aber ich glaube, selbst das ist dann deutlich mehr, als teilweise manche in einem Monat verdienen. So, auch viele von euch haben mir geschrieben, dass sie die Woche sogar mit über 6, 7, 8% abgeschlossen haben, hatten dann wahrscheinlich dahingehend Glück und haben halt nicht jeden Trade bekommen. Ich meine, die wenigsten sind in der Lage, zeitlich wirklich jeden Trade hier davon zu catchen, den wir der Woche machen. Wie gesagt, wir schauen uns im Backtesting ja bloß immer alle Trades an. Das aber nicht heißt, dass ihr das System nur traden könnt, wenn ihr in der Lage seid, wirklich jeden Trade mitzunehmen. Ist ja Bullshit. So, wir wollen halt bloß im Backtesting die Daten haben, wenn man jeden Trade mitnimmt, um wirklich eine gute Statistik zu haben, auf die wir uns verlassen können. So, dass ja viele von euch dann wahrscheinlich eine von den ganzen Verlust-Trades die Woche nicht bekommen haben oder einige nicht bekommen haben, sondern nur die Profit-Trades gecatcht haben. Ist halt
Da angehen dann in Anführungsstrichen, die, wenn man es nur auf die eine Woche sieht, Glück. Aber kann natürlich in der nächsten Woche da auch so sein, dass man halt mal einen Win-Trade verpasst. Das ist halt auch mal so. Aber im Großen und Ganzen, umso mehr Trades man sozusagen macht, desto eher kommt man natürlich auf die Statistik, die wir ja bei den ganzen Trades haben. Das ist ja genauso, wenn ihr anfangt, eine Münze zu werfen, dass ihr auch erstmal 4-5 Mal ineinander nur Zahl bekommen könnt, vielleicht Gewinn. Aber umso mehr ihr werft, desto mehr wird sich halt dieses Verhältnis zwischen Zahl und Kopf, was ihr halt werft, dem, ja, der Grundwahrscheinlichkeit anpassen, sozusagen 50-50. Ist ja komplett logisch. So, und daher gibt es ja nicht für die Woche zu sagen, hier noch die Wochenendergebnisse sozusagen, war das halt so gesehen ja eine stabile Woche. Das System, muss man ja auch bedenken, dafür, dass es gerade eine Phase ist, wo das System extrem schlecht eigentlich performt, Push-Phasen, so eine weirden Bewegung in irgendwelche Richtung, sind eigentlich überhaupt nicht gut für das System, und dass sich das System trotz dessen so wacker schlägt, also wie die Woche Break-Even, oder nicht Break-Even, schon Gewinn, letzte Woche ja Roundabout Break-Even, auch wenn das mit einem 100k-Konto 670 Euro wären. Letzte Woche war die erste Woche, ich glaube, wir hatten ja gezählt seit 10 Wochen, wo wir mal wieder wirklich einen Verlust über 1, 2% hatten, was man nicht so als Break-Even werten kann, seit 10 Wochen. Ich meine, wir können ja jetzt auch mal unsere Statistik hier noch updaten, dass wir jetzt hier bei, sagen dieses Jahr, bei 31 plus Wochen stehen und gerade mal 9 negative Wochen. Ich meine, allein das spricht halt für sich und auch hier unsere Kurve. Genau, deshalb, viel mehr gibt es dann jetzt hier nicht zu sagen. Hier nochmal die ganzen Trades der Woche. Ja, wenn dazu natürlich irgendwelche Fragen sonst was sind, wisst ihr, wir haben jetzt unseren Telegram-Community-Account, da könnt ihr euch bei allen Anliegen, egal was, egal welche Frage, alles wirklich, könnt ihr euch da hinwenden, kommt ihr bei uns und haben wir sozusagen wie so ein Support-Kanal für euch hier auf YouTube. Das ist keine Gruppe oder so, sondern es ist wirklich ein einzelner Kontakt, ist ja hier unten immer eingeblendet, einfach auf Telegram in dieser Suchleiste suchen, Haptic-Trading, und dann uns gerne einfach eine Nachricht schicken. Auch wenn ihr erstmal keine Frage habt, einfach, dass ihr uns erstmal als Kontakt habt, könnt ihr euch da kurz uns gerne Nachricht schicken, vielleicht kurz sagen, ja, wie lange ihr schon tradet, ob ihr das Liquiditätssystem tradet, was ihr schon getradet habt, ob ihr erfolgreich seid oder schon profitabel seid, nicht profitabel seid, was auch immer. Wir sind natürlich sehr interessiert dran. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, sowieso, helfen wir euch natürlich sehr, sehr gerne weiter. Ansonsten, wie gesagt, schaut doch gerne auf Instagram, TikTok bei uns vorbei. Und genau, ansonsten euch auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, noch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.